Rund 150 Tiere sind beim Brand eines Kälberstalls in Nährstedt in der Gemeinde Dödlingen im Landkreis Oldenburg verendet. Zwei Söhne des Besitzers hatten am Montagabend Schweißarbeiten in dem 500 Quadratmeter großen Gebäude ausgeführt. Dadurch entzündeten sich vermutlich Güllegase. Umgehend machten sich der 51-jährige Landwirt und seine beiden Söhne daran, die Kälber aus dem Stall herauszuholen. Es gelang ihnen, ca. 60 Tiere lebend zu retten. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Schadenshöhe liegt nach Polizeiangaben im sechsstelligen Bereich.